Ahoi, Kameraden, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge U-Boot hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und ihr seht schon, es geht spannend weiter. Wir sind nämlich rein theoretisch gesehen mittendrin hier im Konvoi und wir werden jetzt mal gucken, was sagt die Geschwindigkeit? 13 Knoten. Der hat eine Geschwindigkeit von 8 Knoten. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal auf Seerohrtiefe gehen. Und mit ein bisschen Glück sehen die uns nicht. Wir werden auch die Maschine ein bisschen drosseln. 40. Und dann hoffe ich mal, dass die uns nicht sehen. 20 Meter. Wäre natürlich toll. Steuerung ist besetzt. Und Seerohrtiefe erreicht. Auf Seerohrtiefe. Da hinten sind die Zerstörer. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Da ist was. Na, das klappt hier nicht so ganz mit der Seerohrtiefe bei euch. Kann das sein? So. 20 Meter. Da sind sie. Wir haben doch gelacht. Es ist doch gelacht, dass wir die nicht kriegen. Torpedo ausrichten. Auf Seerohrtiefe. Ja, Johanna, du kannst. Ach, scheiße, du musst da bleiben, Johanna, ne? Ich sehe das gerade. Jetzt haben wir gleich kein Ziel mehr. Herr Kaloi? So, Position verlassen. Einmal Bugtorpedo, Hecktorpedo checken. Ja, Bilges Wasser, als gäbe es keinen Morgen mehr hier. Hecktorpedo ist Hit. Da können wir nichts machen. Bugtorpedo, Max. Was soll die Lenzpumpe mal kurz anmachen? Schadet anscheinend nicht. Ei, ei, Herr Kalor. Ja gut, das schlechte Wetter und die Dunkelheit ist jetzt ein Vorteil für uns, muss man ganz ehrlich sagen. Was ist denn da hinten? Das ist der. Der interessiert uns nicht. Herr Kaloi, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. So, dann werden wir Herr doch Kaloi, jetzt mal. Herr Kaloi, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Gucken, vermutlich ob ein wir da gleich Spaß haben können. Kapitän? Torpedokurs berechnen. Schön die Stellung halten. Pass auf, wir machen mit dir mal andere Sachen. Lenzpumpe ist jetzt IO. Wie sieht es jetzt eigentlich sauerstofftechnisch aus? Geht noch? Da haben wir aber auch nicht mehr viel. Europa. Ähnelt Empire Bell. 7,45 Meter Tiefgang. Das könnte jetzt gleich interessant werden. Vor allen Dingen, weil wir halt mittendrin im Konvoi sind.
Das halten wir mal auf dem Pfoten fest. Oben, Herr Kaloy. So, wie schnell ist denn der Kahn? 12 Knoten. Wir haben 10 Knoten. Wir könnten da ein bisschen nach justieren. Nicht, dass wir den Bezug verlieren zu denen. Das wollen wir ja nicht. Dann fahren wir mit denen jetzt mal ein bisschen mit. Versenken hier noch mal ein bisschen was. Das ist ja das Ziel. Deswegen spielen wir ja dieses Spiel. So, jetzt noch mal kurz gucken. Welcher Pott ist denn jetzt hier fetter? Der ist schon ordentlich. Es ist ein Norweger. Und was ist das hier unten? Das ist so einer. Ja, wir werden uns, glaube ich, für den hinteren hier entscheiden. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ja. Torpedo ausrichten. Fahren wir mit denen mal ein bisschen mit. Okay, die haben wir jetzt auch. Also. Torpedokurs berechnen. Rohr 1, bewässern. Könnte eng werden, ne? Wir werden es versuchen. Rohr 1, bewässert. 4,5 Meter Tiefgang. Los. Los! Torpedo Bullock. Ausrichten. Rohr 5. Bewässern. 4 Meter Tiefgang. Rohr 5 bewässert. Und los. Los. Wir werden die Fahrt jetzt drosseln. Ein Torpedo haben wir noch. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Jawohl. 30 Sekunden. Sekunden bis Torpedo einschlagen. 20 Sekunden. Trifft er? Die Frage aller Fragen? 30 Sekunden. Oder geht er vorbei? 10 Sekunden bis einschlagen. Er trifft. Schwere Schäden am Rumpf. Treffer. Sehr gut. Feuer an Deck. So, jetzt. Schwere Schäden am Rumpf. Zu Befehl. Weg. Hüllenbruch, sie sinken. Er ist weg. Er ist weg. Der? Der will nicht absaufen. So. Hüllenschen, geh mal in die Elektromotoren. Schneller, schneller! Und dann machen wir mal AK, dass wir hier wegkommen. Was ist denn mit dem los? Jetzt. Okay, der will nicht absaufen. Markierung setzen. Da fahren wir vielleicht nochmal ran. So, erstmal jetzt weg hier. Legen Sie den Kurs. So, dann gehen wir mal runter auf Tiefe, 50 Meter. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Und weg hier. Was haben wir denn da? Kleinen Einzelfahrer.
Wird jetzt bloß kritisch werden mit den Zerstörern. Die kommen natürlich jetzt von da oben runter. Das ist jetzt das Problem, was wir haben. Wir machen mal alle Maschinen Stopp und hören uns mal kurz um. Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Kurs setzen. Nee, nee, komm, wir drehen ab. Legen Sie den Kurs an. Wir drehen ab. Bringt nichts. Schiffsschrauben, Herr Galoy. Wir drehen von denen ab, bevor wir es noch bereuen werden. So. Jetzt gehen wir mal wieder auf Zero-Tiefe. Es gibt noch genug Möglichkeiten, Spaß zu haben hier, Leute. Wir müssen es nicht übertreiben. 40. 20 Meter. Müssten jetzt mal auftauchen. Tanks anblasen! Ob wir wollen oder nicht. Der einzige Vorteil ist halt, es ist mitten in der Nacht. Aber wir brauchen Luft. Wechseln auf Dieselmotor. Herr Kaloy? Mal ganz schnell Alarm deaktivieren. Alarm abgebrochen. Das Boot durchgehen. So müde. Ja, ja, leg dich hin, pennen. Zeit für eine Pause. Alles in Ordnung bringen. Dieselkompressoren anschmeißen, alles. Luft auftanken. Was ist denn hier los? Stau? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und umschalten auf rote Beleuchtung. Da war ja irgendwo ein Wrack. Kannst doch nicht an Funk gehen, ne? Doch, kannst du. Johanna kann an Funk gehen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Dann schicken wir die Funktelegramme mal ab, wenn du da bist. Wir fahren mal in die Richtung. Kleine Fahrt. Alarm! Auf Gefechtsstation! Kurs auf diese Koordinaten. Okay. Wir werden mal eine Mannschaft entsenden. Wir nehmen. Wir nehmen Max. Mal gucken, was sie an Bord haben. Das Deckhaus. Ab in den Maschinenraum. Ab in den Frachtraum. Durchsuchen des Frachtraums. Nehmen wir uns mal die Transportgüter an. Eisenerz und Holz.
Nehmen wir mal mit. Können wir gebrauchen. So, ab zum Maschinenraum. So, und dann kehren wir zum Boot zurück. So, Johanna, wenn du den Postcode versteckt hast da, den Fangbericht, dann werden wir die Feldkiste versenken. Meine Freunde, dann werden wir die versenken. So, opa, das war die falsche Taste. Johanna, einmal Deckgeschütz besetzen. Herr Kaloy? Mit zwei Mann natürlich. Oder hat einer von meinen Leuten die Fähigkeit Pionier? Dann könnten wir ja eigentlich die Munition sparen. Dann warten wir mal ein bisschen hier. Bis Pershing wieder fit ist. Kann sich nur um Stunden handeln. Weil Kaffee haben wir auch nicht mehr. So, schauen wir mal. Nee. Pershing ist zu müde. Sonst hätten wir nämlich den dahin geschickt, weil er die Fähigkeit Pionier hat. Und dann hätten wir die Kiste in der Luft gesprengt. Na gut, okay. Dann lassen wir's. Kapitän. Machen's auf unsere Art. Feuer. Versenkt. Oder? Geht er jetzt unter? So, doch, er scheint unterzugehen. Anbruch, sie sinken. Zeit für eine Pause. Abmarsch, weg sind sie. Okay, einmal verschicken. Johanna kommt wieder rein. Pershing geht auch in die Ruhepause. Und wir machen hier einen Schuh, und zwar in diese Richtung. Der ist dann auch weg. So, Abfahrt. Und vielleicht sollten wir auch mal die Schicht wechseln. Die sehen alle sehr müde aus. Ne? So, meine Freunde, und in der nächsten Folge U-Boot geht es dann weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von U-Boot bei uns auf dem Kanal verpassen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.